Hallöchen, liebe Freunde, und schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir machen jetzt weiter hier und basteln unser Wohngebiet hier fertig. Ich wollte eigentlich nur mal eben schnell hier die Straßen fertig machen und dann diese Ecke vom Wohngebiet hier schon mal freigeben, ja? Okay, das wird nur so eine Straße. Und hier genauso. Fahren die oben rum, das ist alles kein Problem, denke ich. So, kreisverkehrtechnisch passt das alles. Was jetzt nur das Problem sein könnte, dass auch die LKWs aus dem Industriegebiet hier unten hinfahren wollen. Und deswegen hatte ich mir gedacht, mache ich hier noch eine Abfahrt hin in die Autobahn, dass die auch, ich weiß nur nicht, wie ich das machen soll. Ob ich hier irgendwie runter. Ah, da krieg ich was hin. Hier kriege ich was hingebastelt. Okay, komme ich hier irgendwie durch? Ich komme bis. Ich kann das da anschließen? Tatsache. Ja, cool. Ah, habe ich mal eben Bahnübergang gebaut. Cool. Ich wusste gar nicht, dass das funktioniert. Schön, schön. Hier wird wahrscheinlich ein riesen Stau sein, aber ist mir jetzt egal. Da können wir die Straße immer noch upgraden. Auf eine doppelspurige Einbahnstraße können wir eigentlich auch jetzt machen. Warum zähle ich denn groß und mach's nicht einfach, ja? Das geht wieder nicht, ey. Ach, Mann. Kriegen wir das irgendwie da anders hingebastelt? Vielleicht mit einer harten Kurve hier. Ich bin doch hier schon unten. Warum kann ich denn hier nicht einfach weiterbauen? Ach nee, die ist noch nicht unten, oder? Ach Mist. Das ist doch schon wieder doof. Oder ich mache das so, dass ich hier einfach oben drüber gehe. Warum geht das denn nicht, ja? Okay, bis hierhin geht's schon mal. Dann geht's auch hier rüber, ja? Sieht zwar beschissen aus, aber erfüllt hoffentlich seinen Zweck. Gefälle zu steil. Dann gehen wir so da dran, machen den hier weg. Und dann haben wir hier eine nicht schöne, aber seltene. Der kommt doch kein Auto hoch. Erstmal, ja, funktionstüchtige Abfahrt hingeklüppelt, wie auch immer man das nennen möchte. So, und ich fange jetzt an, hier das Gebiet zu bebauen, damit wir schnellstmöglichst neue Leute an Start kriegen hier. Wir machen hier unten mal ein bisschen dichter besiedeltes hin. Dann machen wir hier auch dicht besiedelte Gewerbeflächen hin. So vielleicht. Dann machen wir hier leicht besiedelte hin. Hier ungefähr nur so die Hälfte, würde ich sagen. Können wir hier drüber normale Häuschen bauen. Und Bürogebäude hätte ich auch gerne noch einen Komplex hier. Vielleicht hier oben. So, hier nochmal dicht besiedelt. Bis hierhin und der Rest wird leicht besiedelt, ja. So, ich denke mal, damit können die leben. Und dann hatten wir doch hier auch irgendwie Bodenschätze oder sowas. Ja, Alter, wir haben hier Eisen. Leck mich am Arsch. Ne, Öl war es, Öl.
Öl, wir haben hier Öl, alter Vater, wir haben hier Öl, aber frag nicht wie. Uiuiui, wir machen erstmal nur so ein Stück, ja? Erstmal nur so ein bisschen was für den Anfang. Hier vielleicht so die Ecke. Kann man mal machen. So, wie konnte man jetzt sagen, dass dieses Gebiet hier Ölindustrie wird? Weil das ist eindeutig Ölindustrie, ja? Moment, ich muss mal überlegen. Musste ich da ein Gebiet für machen? Ein Stadtteil oder sowas? Wo ging das denn nochmal? Bin ich bescheuert? Gebiet aufheben, nein. Ja, ich glaube, ich bin gerade ein bisschen doof. Dann ist es erstmal normale Industrie. So, ich hole auf jeden Fall nochmal eben Wasser von hier oben. Weil das brauchen wir auf jeden Fall. Wenn wir das hier mal alles eben versorgen. Ort ist bereits belegt. Okay. Das Industriegebiet auch sofort mit anschließen. So. Dann nehmen wir das auch sofort hier alles mit. Brauchen wir da später nicht nochmal nachgucken. Zack. Und da müssen wir auf jeden Fall erstmal noch Strom für den Anfang hier runterkriegen. Den holen wir uns mal von hier. So. Dann ziehen wir den hier runter. Nehmen den hier rüber. Und legen den erstmal hier hin. Und hier oben auch nochmal das Ganze. Hier haben wir Strom. So. 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 Ich weiß nicht, ob es was bringt, ob die da jetzt was machen, aber wir lassen das Ganze einfach mal laufen. Mal gucken, was passiert. Ja, wir schauen einfach mal. Wir schauen einfach mal. So, baut hier schon irgendwer? Noch baut hier niemand. Ah, jetzt kommt's so langsam. Wir können ja schon mal gucken hier. Wir fangen am besten schon mal an mit der Müllverbrennung. Kommt ins Industriegebiet hier unten. Eine Müllverbrennung. Zwei Müllverbrennungen. So, die decken hier eigentlich gut alles ab. Dann machen wir weiter mit Krematorien. Machen wir im Wohngebiet hier oben zwei Stück hin. Und hier unten machen wir auch noch zwei Stück hin. So, die haben eigentlich auch gut jetzt alles abgedeckt. Ja, gut, hier. Ja, doch, passt. Ja. Ja, ach komm. Wird schon irgendwie schief gehen. Lieber nochmal zwei mehr, wie ein zu wenig. So, die haben natürlich jetzt alle keinen Saft hier unten, weil der Strom... Ja. Ich reiß die hinterher wieder ab, keine Angst. Ich weiß, dass die Geld kosten, aber ich brauche jetzt erstmal hier unten Saft. Saft, 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 Saft. So, das ist angeschlossen und dann ziehe ich es nochmal hier runter. Hier hin. So. Ah, die reißen wir später wieder ab, ja, das ist kein Problem. So, dann haben wir den Strom angeschlossen. Okay, dann können wir weiter gucken. Müllverbrennung hatten wir, Krematorium haben wir jetzt auch. Oder ist alles bedient? Ja, würde ich sagen. So, geht's weiter mit Feuerwehr. Ich würde auf jeden Fall ein Hauptquartier hier hinsetzen.
Und jede Menge kleinere Feuerwehren, vor allem hier im Industriegebiet. Braucht man immer mal wieder welche. So, machen wir es erstmal. Dann Polizei. Auch ein Hauptquartier. Dann machen wir hier so eine kleine hier hin, eine kleine hier hin und eine kleine hier hin. Schulen, 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 Schulen. Wir brauchen Schulen. Und zwar machen wir zwei Stück. Eine hier oben. Eine hier. Grundschule. Dann eine hiervon und eine hiervon. Haben wir das auch erledigt. So, wie sieht das stromtechnisch aus? Ja, das muss ich erstmal hier entwickeln. Das muss ich erstmal entwickeln. Immer mit Ruhe. So, hier, das Ding wird super benutzt. Allerdings benutzen die alle diese Auffahrt hier, ja? Ihr seid doch alle Säcke. Ihr benutzt die Abkürzung, ihr sollt doch die Autobahn nehmen. Ach, Mist. Ich muss noch jede Menge Ampeln ausschalten, ja? Ich weiß nicht, warum das Spiel leckt, sobald ich hier diese Ampelmod anmache, aber... verzeiht mir das. Leckt schon gut, ja. Vielleicht hat das auch was damit zu tun, dass ich da vorhin allen möglichen Formen von Mod-Einstellungen ausprobiert habe, wie es jetzt am besten funktioniert, wegen dem Traffic Plus Mod. So. Der hat auch keinen Strom. Der fährt rückwärts. Was ist mit dem denn los? Der kann doch auch vorwärts fahren. Oder wo will er hin? Gut, wenn ihm das egal ist, dass er rückwärts fährt, bitteschön. Fährt er halt rückwärts. Meine Güte. Ach, da fährt auch einer. Okay. Ja, jetzt wo hier noch nicht viel los ist im Industriegebiet, funktioniert das natürlich. Aber wenn es hier mal so weit ist, dass hier unten auch Full House ist, dann sieht das alles schon wieder anders aus, ja. Ah, jetzt muss ich echt Strom hier unten hinlegen, Mann, das gibt's ja gar nicht, ey. Ha, ärgerlich. Ja, wie komme ich dann hierher? Gar nicht, oder was? Boah, das sieht jetzt verboten aus, wenn ich hier fertig bin, ey. Mann, Mann, Mann. So, meine Freunde, dann baut Häuschen, los, los, los. Warum sind die nicht ange... Ah. Wird Zeit, dass sich hier alles verbindet. Warte mal, hier konnte man doch... Ah, hier konnte man so ein Gebiet eingrenzen, ne? Hier so ein Stadtgebiet, so. Kann man so einen Stadtteil machen. Vielleicht kann ich da ja dann Ölindustrie rausmachen. Kann ich da ein Stadtgebiet rausmachen. Mal ausprobieren. So, den Bahnhof auch noch. So. Jetzt können wir hier drauf gehen und können sagen, können eigentlich nicht sagen, Spezialisierungen. Was ist hier los? Richtlinien. Wir haben hier noch nichts, ne? V
Feuerwache haben keinen Strom. Im Moment kommen auch nicht so viele neue Leute. Aber ein Haufen Autos, ja, ein Haufen Autos. Ich weiß nicht, wie ich die da hinten rumlenken soll, ja. Wenn die schon freiwillig von da kommen, was soll ich da machen? Was soll ich da groß machen? Noch funktioniert das, Leute. Bald nicht mehr. So, jetzt kommen so langsam wieder Leute. Ach ja, ich muss hier unten ja noch Parks und alles hin pflanzen. Nehmen wir hier unsere schönen japanischen Gärten. Nicht Gartens. Das Ganze brauchen wir hier natürlich auch. Hier oben und hier und hier und hier in der Mitte und hier nochmal. Sind aber auch wieder quengelig hier die Brüder. So, jetzt kommen hier neue Häuschen. Wie sieht denn das hier mit unserem Strom aus? Oh, wir haben natürlich einen Arsch voll Strom übrig. Wir können mal so langsam hier so ein paar Krafträder abreißen. Weil durch das Solar bekommen wir natürlich ohne Ende Strom rein. Wir können hier mal so ein bisschen Platz machen. Ja, ich bin auch am Überlegen, wo ich denn diesen Hafen hinsetze. Weil ich wollte auch einen Hafen bauen. Ich weiß nicht, geht das auch hier? Kann ich hier den Hafen hinsetzen? Ich weiß es gar nicht. Vielleicht hier auf die Seite. Und dann könnte ich hier Autobahnabfahrten machen, sodass man einmal von hier und von hier dahin kommt und dann wieder nach hier oder hier drauf kann. Das wäre doch eine coole Sache. Ich glaube, so eine Abfahrt kriege ich da nicht mehr reingeklüppelt. Nee, das kriege ich nicht hin. Die Industrie hier unten, die hat noch nicht mal irgendwas gemacht und schon sind die Straßen voll. Oh Mann, oh Mann. Okay. Wir brauchen auch unbedingt neue Leute mit so langsam. Warum hängt das denn so? Ja. Dass hier so viele von dieser Industrie hier oben kommen, Mensch. Was macht ihr denn alle? Denn los mit euch. Haben die irgendwas? Sind die alle zufrieden? Sind die glücklich? Eigentlich schon, ja. Eigentlich kann man nicht meckern. So, wir haben hier unten Schulen, wir haben Feuerwachen, wir haben eigentlich fast alles. Was wir nicht haben, ist eine Busverbindung, aber ich denke, das geht auch ohne erstmal. Oh, wir könnten eine U-Bahn bauen, Leute. Lass uns eine U-Bahn bauen. Ja, eine U-Bahn, yes. U-Bahn, geil. Wow, U-Bahn sind cool, ja. Mache ich zwei Stationen, eine hier und eine hier und dann eine hier und hier und dann reicht's erstmal. So, dann gehe ich von hier nach hier, aber mit einem vernünftigen Bogen, ja, mit so einem Quatsch da. Gehe ich von hier nach hier, dann von hier nach hier, von hier nach hier. So, jetzt habe ich eine U-Bahn.
So, hier geht's los. Nach da. Nach da. Nach da. Nach da. Und wieder nach da. Jetzt müsste doch eigentlich hier schon eine U-Bahn fahren, oder nicht? Ja, da ist die U-Bahn. Da haben wir hier noch genug Platz, um irgendwelche Busstationen oder sowas hinzubauen. Mal gucken. Was wir auf jeden Fall machen könnten, wären Fußwege, weil das führt ja jetzt nur über die Kreisverkehre. Fußwege ins Industriegebiet, dass die auch zu Fuß laufen. Und hier ist schon der erste Stau, ja, das geht schon gut los. Es geht schon verdammt gut los hier. Nur weil diese ganzen Industriefahrzeuge, also das mit den Abfahrten, das geht eigentlich ganz gut, ja, die fädeln sich schön ein. Und dann fahren sie dahin, wo sie hinwollen. Das ist einfach der kürzeste Weg. Aber ich wüsste auch nicht, wie ich das ändern könnte. Aber vielleicht fällt mir ja bis zur nächsten Folge irgendwas ein, denn wir machen jetzt hier ein Aufnahmeende. Ja, wir sind einfach am Ende. Die fahren rückwärts wieder raus. Die sind bekloppt, sind die. Die spawnen hier einfach neu. Oh, ist das witzig. Ah, herrlich. Okay, das funktioniert super. Boah, wir kriegen über 250 Leute pro Woche. Ist das pro Woche? Wöchentlich, ja. Ja, ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Schaut beim nächsten Mal wieder rein und ja, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.